So, meine lieben Freunde, und weiter geht's jetzt mit Let's Play Uncharted 4. So. Ein Job in Malaysia. Die Flasche ist nur noch zu einem Viertel voll. Willst du hochkommen? Nein, geht schon. Kann nicht mehr weit sein. Wenn du ihn nicht bald findest, war's das. Ich finde ihn. Okay. Ja, wenn wir mal wüssten, was wir suchen würden. Aber naja, gut, wir gucken mal. Okay, zum Tauchen, Kreis gedrückt halten. Gibt's hier irgendwas? Vielleicht einen schönen Schatz oder so? Irgendwas? Ja. So. Ist da irgendwas? Das ist doch was, oder? Klar. Warte mal, wo ist denn das? Dass wir ein bisschen damit zurechtkommen. Was ist denn da? Na? Oh, ein Schatz gefunden. Sehr schön. Ne? Wusste man doch, hier unten ist was. So, so, sonst irgendwas hier? Oder war es das dann langsam? So, mal hier hinten mal so ein bisschen umgucken. Aber schön sieht das schon aus, oder? Auf jeden Fall. Hä? Was? Okay. Was ist das? Hinweis? Was für ein Hinweis? Ja? Na, was aber denn da Feines? Noch ein Schatz? Nee, das suchen wir später, nicht jetzt. Ach, wer weiß, an wie viel Schätze ich schon vorbeigeschwommen bin hier. Echt, ey. So, dann habe ich irgendwie eine Anzeige oder sowas? Was ist hier Feines? Hey, ich hab hier was. Was denn? Kein Rost, richtige Farbe. Vielleicht ist es an den Felsen zerschellt und... Hey, du nuschelst. Sorry. Sieht aus wie ein Stück unseres Wracks. Muss in der Nähe sein. Du machst mich neugierig, Drake, aber sowas von... Ja, es hat sich ja nicht gerade irgendwie überzeugend angehört, oder? So. Weiter geht's. Ich weiß ja gar nicht, was sucht man überhaupt? Steht hier irgendwas? Nee, ne? So. Oh, was haben wir da Feines? Ist das jetzt hier? Ah, da ist er ja. Ich hab ihn. Okay, wie sieht er aus? Mitgenommen, aber intakt. Alter, das Ding ist aufgeschlitzt. Was haben wir denn hier? Okay, ich sehe die Fracht. Die meisten Kisten sind wohl noch da. Weißt du, wie viele? Dafür muss ich wohl reingehen. Warte kurz. Was ist das da? Eine einzelne Kiste. Ach, verdammt. Sieh im Anhänger nach, wie viele wir verloren haben. Verstanden. Die hier hole ich später. Ja gut, dann schauen wir mal nach. Komm her. So, dann. Okay, dann mal los. Ah, komm schon. Drück, Nate, drück. So. Ja, schieb, wie auch immer. Morgen, Leute. Okay, bin drin. Sieht aus, als sei der Großteil noch festgeschnallt. Mal sehen, da sind 1, 2, 3. Nach meiner Rechnung fehlen uns 2 Kisten. Ich werde sie suchen. Warte. Komm lieber erstmal hoch und füll deine Flasche auf. Eine habe ich schon gefunden. Die andere kann nicht weit sein. Ach, Mensch. Hab die andere Kiste. Ich bin vorhin direkt dran vorbeigeschwommen.
Mist. Die Kiste steckt unter dem Anhänger fest. Hör zu. Sicher erstmal die andere Kiste, dann heben wir den Anhänger für dich an. Siehst du, deswegen bekommst du das große Geld. Ja. Okay, ich bin zur Kiste zurück und hab sie geholt. Da war's nur noch eine. Na gut, dann hoch damit, komm. Wir sind schon fast bei dir. Okay, bis gleich. Achso, im Anhänger? Gut, mach mal. Und jetzt? Wie soll ich jetzt? Wie lasse ich jetzt los? Was soll ich jetzt machen nochmal? Pass mal auf, ich soll die zum... Das Ding wird langsam schwer. Denk dran, das Einzige, was ich aus diesem Fluss bergen will, ist der Anhänger. Ja, aber was soll ich mit der Kiste bitte schon machen? Wo soll ich da wieder reinmachen? Ach so. Okay. Eine Kiste gesichert. Gutes Timing. Wir sind direkt über dir. Wir lassen das Seil runter. Ja, dann. Aber hoppidi hopp. Dann macht man hier mit. Zügig. So, wenn die Flasche noch ein Viertel voll ist. Naja. Okay, ist in Position. Häng den Anhänger dran. Ja, mach mal. Okay, hab das Seil. Ich versuche es, um eine der Achsen zu schlingen. Das sollte gehen. Yep. So. Ja, wo jetzt genau? Ach, das ist aber hier auch ein mit dem Schwimmen und dem. So. Wie bitte schön jetzt? Pass mal auf, wir schwimmen mal drumherum. Bringt das irgendwas? Ich muss es mal selber machen. Alles klar. Okay, eins habe ich. Gut, achte auf deinen Sauerstoff. Super. Ja. Ich weiß gar nicht, wo ich gucken soll, bitte schon, Leute. So, hoppidi hopp. Alter, das ist aber auch hier ein Durcheinander mit diesem. Du sollst doch nicht in diese Richtung schwimmen. Bitte einfach nur rum. Ach, kannst du jetzt vielleicht doch mal? Echt? Super, jetzt endlich, komm. Bitte mach's. Ja. Okay, Anhänger gesichert, los geht's. Okay, mach Platz, wir heben ihn an. Ja, macht los. Ich bin soweit. Und hoch damit. Ja, feines Kästchen, feines. Okay, reicht das? Ja, locker. Lass sie nur nicht fallen. Wir werden sehen. Okay, ich habe die andere Kiste. Ich mache sie mit den anderen fest. Jetzt komm hoch, los, komm schon mit der Kiste. Ich habe was. Ja. Hopp. Dann. Na los. Aber ich muss sagen, Nace, du hast einen richtig wirklich aufregenden Job jetzt. Oh. Fertig, die Ladung ist komplett und erfasst. Ich hab noch Sauerstoff für 5 Minuten. Oh Mann. Hey, dann bleib doch noch ein bisschen unten. Vielleicht findest du noch ein paar andere Schätze. Nein, danke. Willst du mit? Gerne doch. Sag mir, wenn du am Seil hängst. Welches Seil? Ach, da.
Okay, ich bin bereit. Hol mich heraus. Wird gemacht. Ja, los, hoch damit. Hopp, hopp. Und aufwärts. Bestimmt haufenweise Schätze übersehen. Garantiert. Aber wir sind noch zwei. Was für eine Schönheit. Wie geht's dir? Oh, besser seit ich aus dem Fluss raus bin. Ich werde wohl eine Woche lang fischen. Alter, was ist das denn für... Wo sind wir hier? Okay, wir kommen zu dir. Warte. Ich warte. Was geht so, Jungs? So, nu? Was sind wir hier überhaupt? Was ist das für eine Stadt? Einzelheiten bitte nicht. Ich bitte um Einzelheiten. Schön, dich wiederzusehen, Drake. Ja, ich freue mich auch. Wirf die Ausrüstung her. Bitteschön. Danke. Bitte, bitte, kein Problem. Dir nur die Arbeit, oder? So, oh, jetzt ich mal gucken. Das war der langsamste Tauchgang, den ich ertragen musste. Ist das ein Kompliment? Ich bin überwältigt. Weißt du, was mich überwältigt? Dein Gestank. Eine Sekunde. Keine Ahnung, Mann. Mir gefällt's. Erinnert mich an deine Mom. Na, komm ich nicht rein, oder was? Echt fies, Mann. Das werde ja, ich dir genau, auch sagen. Echt fies. Da. Na, irgendwas? Ja, mal zumindest mal gucken, ob hinten irgendwo was ist, ne? Okay. Fertig. Das können wir aber auch Computer erledigen. Reden wir später drüber. Mein Held. Na komm, mal sehen, was du hast. Hey, lass doch nächstes Mal jemand anderen. Ja, sofort. Warte, warte, warte. Ich will mal gucken. Nein, nein, danke. Tauchen ist mir immer noch lieber, als im Büro zu sitzen. Nee, du sprichst mit mir nicht. Alles klar. Oh. Oh, noch ein Schatz gefunden. Schön. Na, dann sehen wir mal nach. Ja, ja, bin ich auch gespannt. Frei? Ja, klar. Danke. Jetzt aber, ich bin mal gespannt. Was haben wir denn da vor uns? Wow. Sieh dir das an. Das ist Kupfer. Ja, cool. Du bist überrascht, wie viel das Zeug wert ist. Der Kunde zahlt gutes Geld für den ganzen Kram. Willst du es nicht lieber zu Pennys einschmelzen? Ach, na komm, gehen wir feiern. Die erste Runde zahle ich. Mit euch um die Häuser ziehen? Nein, 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 nicht ohne Gefahrenzulage. Wenn es euch nichts ausmacht, erledige ich schnell den Papierkram und zisch ab nach Hause. Ein andermal gern. Okay, wie du willst. Hey, gute Arbeit heute. Danke. Kupfer. Echte. Hey, hey, Nate. Nate, warte mal. Hey, was machst du denn hier? Ich habe ein Geschenk für dich. Geschenk? Was ist das? Ich habe Nachricht von meinem Kontakt über dieses Wrack vor der Küste von Malaysia. Oh nein. Das Schiff ist intakt. Ja? Die Fracht wartet nur auf uns. Du lässt nicht locker, das muss man dir lassen. Das Geld für die Ausrüstung ist auch gesichert, wir sind startbereit. Bis auf meinen besten Mann. Der Mann, dem ich vertraue, der Einzige, er hat kalte Füße. Meine Füße waren noch nie warm. Sag mal, dieser Kontakt von dir, hat er die Genehmigung? Nein, er hat sie nicht. Okay, niemand hat eine verdammte Genehmigung. Natürlich. Aber Nate, das ist doch zu unserem Vorteil. Keine Genehmigung heißt keine Konkurrenz. Das Schiff gehört nur uns. Keine Genehmigung heißt keine Bergung. Nate, mit dem Geld hätten wir ausgesorgt. Und zwar wir beide. Okay, ich weiß ja nicht, wie es dir geht, aber ich will nicht noch mit 60 Bergungen machen. Du etwa? Besser als Gefängnis. Hör zu, ich muss ablehnen. Und das solltest du auch tun. Pass auf, nimm's einfach mit. Mir zuliebe, okay? Ich ändere meine Meinung nicht. Schadet ja nicht, drüber zu schlafen, oder?
Grüß Carla und die Kinder von mir, okay? Mach ich. Kein Druck, Nate. Aber denk drüber nach. Hier hast du echt gute Arbeit geleistet. Junge, Junge, Junge. Meinst du nicht, wir sollten vielleicht doch... Hat das Suchgebiet eingegrenzt? Das wäre ein Wahnsinnsfund. Ja. So auf jeden Fall. Scheiß. Nein, nein, niemals. Du kommst aber zu denk mal drüber nach. Das eben war doch langweilig. Einfach nur langweilig. Das willst du gar nicht. Wie? Das ist schon Kapitel 4 oder was? Ja gut, okay. Aber das machen wir natürlich erst in der nächsten Folge weiter, ne? Bis dahin. Macht's gut. Euer Nico. Ciao, ciao.